Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zu Kartenlegen, Hellsehen und Wahrsagen mit der Madame Desdemona, der neuen westfälischen NW-Sportredakteur Uwe Kleinschmidt, unserem Wahrsager im besten aller Zeiten. Hi Uwe. Moin Jens. In Bielefeld und in der Umgebung von Bielefeld gibt es seit der letzten Woche ja praktisch nur ein Thema. Sie haben es gesehen, Sie waren garantiert natürlich auch da, live dabei. Uwe Kleinschmidts Ziehung des DFB-Pokal-Halbfinals. Vier Lose im Pott, vier Mannschaften, viermal so gezogen, wie es einige Tage später zufälligerweise auch in der ARD-Sportschau gezogen wurde. Wissen Sie schon. Aber danach ging es richtig los. Uwe wird jetzt jedes Mal gefragt von Kollegen, wann die nächste Gehaltserhöhung ansteht. Leute wollen mit dir losgehen zum Lottoschein ausfüllen. Richtig. Casino-Besuche geplant bis in nächstes Jahr. Genau. Ist da eigentlich was Wahres dran mit dem Anruf aus dem Steinbrück-Team? Darüber darf ich nichts sagen. Vielleicht die eine Zahl darf ich vielleicht nennen, 25.000. Mehr darf ich darüber allerdings leider nicht sagen, ob ich da Wahlkampfhelfer werde oder nicht. Das unterliegt der Verschwiegenheit. Gut, also aber um das nochmal kurz der Wahrheit zuzuführen, wir blenden jetzt nochmal die Szenen ein, ganz kurz aus der letzten Woche, zeigen das nochmal hier, die Ziehung, also die Lose. Das hatte alles natürlich seine Richtigkeit. Uwe, wie ist das jetzt, dieser Hype um deine Person, wie gehst du damit um? Sagen wir mal so, ich kann gerade noch ohne Personenschutz einkaufen gehen. Also im Moment ist es noch leistbar. Gut. Das Ziehungsgerät und die anderen Utensilien gehen natürlich jetzt ins NW-Museum. Das wird jetzt aufbewahrt. Gehört sich so. Ja. Lass uns aber mal ein bisschen zu Fußball zurückkommen. Finde ich auch. Du hast letzte Woche kein gutes Haar, ein paar schlechte vielleicht, an Borussia Dortmund gelassen. Ja. Jetzt sind die aber in der Champions League ins Viertelfinale eingezogen. Ziemlich euphorisierend, haben andere geschrieben. Ja, was andere schreiben, ist uns ja grundsätzlich Wurst. Außerdem habe ich ja kein gutes Haar an der Borussia gelassen, wie sie denn national auftritt. Mhm. Das heißt, in der Bundesliga mit einer Fantastilliarde Punkte Rückstand und im DFB-Pokal, in dem sie, die Borussia, nicht mehr vertreten ist. Da brauche ich auch keine guten Haare dran lassen. Das wird auch nicht mehr besser. In der Champions League kriegen die Borussen es hin, sich zu fokussieren und schönen Fußball zu spielen, aggressiven Fußball zu spielen, dominanten Fußball zu spielen. Jetzt wiederhole ich mich ein bisschen. Und dann drei Tore zu schießen und damit schlägt man Schachtja Donetsk. Das ist aller Ehren wert. Das macht es in der Liga und im Pokal aber trotzdem nicht besser. Champions League-Atmosphäre, das sind die großen Abende. Champions League-Atmosphäre, finde ich, haben jetzt auch mal unsere Local Heroes am Wochenende, sage ich einfach mal so. Absolut. Erste Fall, SC Paderborn. Hast du das mal gesehen bei Sky, wenn da einer nicht weiter weiß, dann sagt er immer absolut, einfach so. Absolut. Gucken, absolut. Machen wir so, absolut, ja. SC Paderborn in Kölle. Ja. Sang und klanglos verloren letzte Woche gegen Cottbus 0-1, das war nicht viel. Gibt leichtere Spiele, als jetzt beim Geißbock wieder nach oben zu kommen, oder? Du hast überhaupt keine Ahnung, man muss sich nur die richtige Statistik raussuchen. Ah. Um zu wissen, wer das Spiel gewinnt. Paderborn hat zu Hause von 32 Punkten 12 geholt, auswärts 20. Es gibt ungefähr eine Truppe in der zweiten Liga, die auswärts mehr Punkte geholt hat als der SC Paderborn. SC Paderborn ist auswärts genauso stark wie der erste FC Köln zu Hause. Okay. Dann könnt's die ja was Kölner werden. Kann ich so gar nicht leiden, den Kölner, der schmort im eigenen Saft da, das ist irgendwie so ein ganz komisches Völkchen. Da würde ich mal sagen, Guerilla-Taktik, reinfahren, blödes Stadion, drei Punkte rausholen, wieder zurückfahren. Paderborn dann 23 Auswärtspunkte. Mhm. Also könnte klappen, obwohl natürlich Köln die letzten, glaube ich, 12 Spiele nicht verloren hat. So ganz schlecht ist der Kölner nicht. Gut. Aber nicht stark genug für den Paderborner. Gut, das Hetz von der Welt, das schlägt in Kölle, aber der Paderborner nimmt es dann mit. Richtig. Ja, dann haben wir noch Champions League-Atmosphäre Teil 2 auf der Bielefelder Alm. Absolut. Kleines Derby, ne? Preußen-Münster, der ein oder andere Fan schon so ein bisschen fiebrig, große Vorfreude bei den Fans, wie ist das so mit der Fieberkurve in der NW-Sportredaktion, müssen wir da schon ein bisschen mit Behandlungen helfen? Körpertemperatur eines normalsterblichen NW-Redakteurs derzeit weiterhin stabil bei 32,8. Gut. Es ist ja so, in den letzten 12 Jahren, seitdem ich hier regelmäßig verzapfe, ist Arminia fünfmal auf- oder abgestiegen. Und hat weitere fünfmal gegen Abstieg oder um den Aufstieg gespielt. Also es ist jedes Jahr das Gleiche mit Arminia Bielefeld, zumindest in 10 von 12 Jahren. Zweimal war es ruhig, einmal Mittelfeld erste Liga, einmal Platz 7 unter Thomas Gerstner in der zweiten Liga. Der Rest ist bei Arminia Bielefeld ja immer super Hype. Also wenn es März wird, wenn es April wird, drehen alle durch, weil bei Arminia Bielefeld wieder die Welt entweder aufgeht oder untergeht. Wir sehen das etwas routinierter, weil es jedes Jahr dasselbe ist. Aber nichtsdestoweniger, trotz wird es natürlich ein geiles Spiel jetzt vor ausverkauftem Haus gegen Preußen Münster. Spaß macht's. Hinspielrechnung 0-4 haben die Arminen noch offen. Mhm. Könnte man mit einem schmerzhaften 1-0 ausgleichen.
Lass uns mal ein bisschen diese Polemik beiseite lassen, Uwe. Lass uns mal versuchen, sportlich zu bleiben. Wir wollen mal kurz reden über die Arminen. Die haben wir ja jetzt in den letzten Wochen immer wieder von Sieg zu Sieg geredet. Das hat ja auch ganz gut geklappt. Ja. Die müssen aber ja, wenn ich das richtig gerechnet habe, nach dem Münsterspiel auch noch 10-mal ran. Ja. Wie schafft das so eine Mannschaft? Wie schafft das vielleicht auch so ein Trainer Stefan Krämer, diese Spannung hochzuhalten, sagt man? Ich habe keine Ahnung. Gut. Also, wenn Sie vielleicht vermisst haben, warum Uwe Kleinschmidt das Derby-Ergebnis heute nicht ausgelost hat, ja, der ist jetzt für andere Dinge vorgesehen. Er muss seine Kräfte bündeln für unsere Kollegen aus der Nachrichtenredaktion. Sie wollen ja auch irgendwann wissen, wer Papst wird. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei unser Uwe. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss. Einen haben wir noch, ganz aktuell. Richtig. So wie wir sind, nvnews.de. Stefan Krämer hat seinen Vertrag bei Arminia Bielefeld verlängert. Uwe, wie finden wir das? The Eagle has landed. Ich glaube, ich sage nicht zu wenig, wenn ich sage, das ist der entscheidende Vorsprung, den sich Arminia Bielefeld vor dem Spiel gegen Preußen Münster holen musste. Ja. Ja, natürlich finden wir das gut. Finden wir gut? Ja, Stefan Krämer finden wir denn auch gut? Wir finden Stefan Krämer gut. Weil? Gucken wir auf den Punktestand. Relativ überzeugend. Arminia ist, also wir brauchen doch nicht, haben wir doch schon tausendmal gemacht. Der hat Arminia Bielefeld aus dem Tal der Ahnungslosen geführt und jetzt sind sie im Tal der Ausstiegsaspiranten. Über die finanzielle Lage von Arminia Bielefeld wissen wir Bescheid. Stefan Krämer vertritt den Verein nach außen in nahezu perfekter Weise. Ja. Abgesehen davon, dass er uns der nvnews.de Redaktion immer zu Interviews zur Verfügung steht. Das Gesamtpaket stimmt, alles ist gut. Stefan Krämer, also als Nobody gestartet, Co-Trainer gewesen von Markus von Aalen. Ja. Und dann so ein bisschen Kai aus der Kiste, sagt man. Der war ja dann der Mann, der gerade nicht schnell genug wegkam, weil er auch der Billigste war irgendwie. Ja. Sowas hatten wir lange nicht, glaube ich, bei Arminia. Da waren große Namen, so halbwegs große Namen, Michael Fritz und Co. Ja. Und jetzt macht es Stefan Krämer. Also es kommt nicht auf den großen Namen an, sondern auf das, was also hier so drin ist. Oh. Ja. Absolut. Also, du meinst den mentalen Bereich. Nein, alles gut. Stefan Krämer, alles gut. Ich freue mich. Bielefeld freut sich. Praxen Münster freut sich nicht. Letzte Frage. Weiter. Hat Stefan Krämer in seinem neuen Vertrag schon eine Klausel für den Erstligaaufstieg? Wenn er sehr, sehr schlau ist, ja, weil er hat bis 2015 verlängert und der Durchmarsch bis in die Bundesliga ist natürlich bis dahin rein rechnerisch möglich. Stefan Krämer, herzlichen Glückwunsch zur neuen Überweisung am Monatsende. Arminia Bielefeld, herzlichen Glückwunsch zur Verlängerung für die Fans. Viel Spaß am Wochenende und wir kommen dann auch wieder mit einem Teil nächste Woche, oder? Machen wir dann so. Bis dann, tschö. Ciao.